nach Wien gelotst. Es war gar nicht so schwer, glaube ich, mich hierher zu lotsen, weil als ich Ihre Mail bekam, habe ich mich eigentlich gleich sehr gefreut. Wann kommt das schon mal vor, dass es eine ganze Ausstellung gibt, die mit dem Anspruch auftritt, den Thesen, dem Bild zu widersprechen, was ein Theoretiker von der zeitgenössischen Kunstwelt liefert. Insofern ist das für mich auch auf jeden Fall eine Premiere heute hier. Einer solchen Konstellation, wie wir uns treffen, konnte ich noch nie, musste ich noch nie meine Thesen verteidigen. Und finde es also einen ganz besonderen Anlass. Da bin ich wirklich sehr, sehr gerne gekommen. Vielen, vielen Dank. Sie haben es schon gesagt, wir haben vereinbart, dass ich nochmal jetzt versuche, so in knapper, so etwas komprimiert, so ein paar meiner Gedanken oder Analysen zur zeitgenössischen Kunstwelt vorzustellen, zu der Frage, wo geht es eigentlich hin? Und vor allem natürlich zu der Frage, die, glaube ich, sehr viele Künstlerinnen und Künstler nicht nur hier im Raum umtreibt, sondern sicher in der ganzen westlichen Welt umtreibt, nämlich ob das Bild von Kunst, das Paradigma von Kunst, die Vorstellung von Kunst, mit der sie groß geworden sind, für die sie selber stehen, mit der sich identifizieren, ob die überhaupt noch eigentlich eine Zukunft hat. Also letztlich geht es um die Frage, ob so dieses Verständnis von Kunst, was so grob gesagt mal die letzten 200 Jahre im Westen prägend war, über alle unterschiedlichen Strömungen hinweg doch gemeinsam war, ob dieses Verständnis von Kunst eben überhaupt noch vielleicht in der nächsten, übernächsten Generation eine relevante Stellung haben kann. Dass man erst nochmal so ganz knapp an ein paar Punkten versucht zu sammeln, was dieses westliche Kunstverständnis der Moderne kennzeichnet. Natürlich Kunst Teil der Hochkultur ganz zentral scheint mir zu sein, die Vorstellung, die Erwartung, die Hoffnung, auch der Anspruch der Kunst gegenüber, dass sie es schaffen soll, diejenigen, die sich mit ihr beschäftigen, in irgendeiner Weise zu prägen, zu verändern, zu bestimmen. Und das kann dann eben je nach Strömung, je nach Ausrichtung sehr unterschiedlich sein. Das ist in der Romantik anders als in Avantgarden und in einzelnen Ismen wieder anders als bei vielleicht irgendwelchen Künstlerinnen und Künstlern, die eher Richtung individuelle Mythologien gehen oder so. Aber grundsätzlich glaube ich schon, dass man sagen kann, es geht immer letztlich darum, dass man erwartet, dass in der Begegnung zwischen einem Kunstwerk und einem Rezipienten, einer Rezipientin, diese Person dann auch gebildet wird, geläutert wird, in andere emotionale Zustände versetzt wird, motiviert wird, vielleicht mit einem anderen Blick auf die Welt zu blicken, also kritikfähig wird, utopiefähig wird. Das wäre jetzt mal nur so ein paar Stichworte, da können wir noch viele andere ergänzen, aber das Gemeinsame wäre tatsächlich die Erwartung, man kann durch Kunst verändert werden. Also das Entscheidende in der ganzen westlichen Moderne ist eigentlich immer das, was passiert zwischen dem Kunstwerk und demjenigen, der sich mit ihm beschäftigt. Also dieses ist auch ein oft ja sehr intim gedachtes Verhältnis, einer Begegnung, die stattfindet, die glücken kann, die auch missglücken kann. Und eigentlich ist auch die Idee, dass man natürlich, wenn man das so wichtig einschätzt, diese Begegnung zwischen Kunstwerk und Rezipient, dass man versucht, dass es möglichst oft zu solchen Begegnungen kommt, dass möglichst viele Menschen auch von solchen Begegnungen profitieren können. Deshalb haben wir zum Beispiel eben im Westen, in der Moderne, eine Institution wie das Museum, die es vergleichbar in keiner anderen Zeit, in keiner anderen Kultur gegeben hat. Also die Idee, es muss einen Ort geben, wo Menschen unabhängig von sozialen, ökonomischen Voraussetzungen in der Lage sind, mit Kunst in Kontakt zu kommen. Das haben wir in viele Formen von Kunstvermittlung und, und. Also immer wieder dahinter die Vorstellung, Kunst sollte etwas sein, wovon möglichst viele Menschen auch profitieren können, sich bilden können, sich prägen lassen können, sich verändern lassen können und damit im weitesten Sinn individuell besser werden können oder die Gesellschaft damit auch besser machen können.
Wichtig auch noch jetzt in dem Zusammenhang, sich klar zu machen, wieso glaubt man, dass die Kunst dazu in der Lage ist? Wieso glaubt man vor allem, dass nur vielleicht die Kunst dazu in der Lage ist? Das ist auch ganz wichtig. Für die gesamte Moderne ging man davon aus, Kunst ist Kunst und alles andere ist alles andere. Und da gibt es eine klare Trennung. Und Kunst hat besser und genuiner und stärker diese Fähigkeit, Menschen zu verändern als andere Dinge, andere Bereiche, andere Tätigkeiten des Menschen, die ihre andere Bedeutung haben, ihre anderen Funktionen haben. Aber der Kunst wird auch immer hier ein Eigenwert, eine eigene Qualität zugesprochen. Und dahinter stand eben die Vorstellung, dass die Kunst umso besser diese verändernde, im allerweitesten Sinn könnte man auch sagen, diese therapeutische Funktion erfüllen kann, wenn die Künstler und Künstlerinnen, die sie machen, ihrerseits einen möglichst freien, unabhängigen Stand haben, wenn sie autonom sind, wenn sie nicht sich tagtäglich aufreiben müssen in Kompromissen, wenn sie sich nicht auf immer wieder einlassen müssen auf die Bedingungen anderer Bereiche, sondern wenn sie eben autonom aus sich heraus und aus dem heraus, was sozusagen die Kunst auszeichnet, ihr Werk schaffen können. Also das auch genauso wie bei den Institutionen des Museums ist genauso die Idee des autonomen Künstlers etwas, was sie in dieser Form nur und spezifisch in den letzten zwei Jahrhunderten in der westlichen Kultur finden. Also die Vorstellung, Kunst entsteht autonom, das heißt, Kunst hat ihre eigenen Kriterien, nach denen sie beurteilt wird, Kriterien, die letztlich aus ihrer eigenen Entwicklung, aus ihrer eigenen Geschichte heraus gewachsen sind. Also ein autonomer Künstler ist dann autonom, wenn er oder die Künstlerin ist dann autonom, wenn sie genau auch sagen kann, zum Beispiel, welche Bedeutung formale Fragen für das jeweilige Werk spielen, welche Bedeutung eine Materialität hat. Und es geht aber immer auch bei solchen Fragen dann darum, dass man seinen eigenen Ort festlegt, dass man die Vorstellung hat, ich will etwas anderes, nämlich absetzen von anderen, die es so gemacht haben, ich glaube, so ist es aber vielleicht besser, oder man will an etwas anknüpfen, man will etwas steigern, man will sich in jedem Fall auf etwas beziehen, Anlehnung und Abgrenzung zugleich, was bereits als Kunst seinen Ort gefunden hat und will damit auch diesen Ort der Kunst immer wieder neu bestimmen, fortsetzen, präzisieren, besser definieren, noch schärfer herausarbeiten oder auch wieder bei einer neuen Zeit, neuen Bedingungen anpassen. Aber auf jeden Fall, es sind eigene Kriterien, aus denen heraus dann das künstlerische Werk entsteht. Und das ist ganz zentral für eben die gesamte westliche Moderne. Auch die einzelne Künstlerin, der einzelne Künstler definiert sich hier nicht nur als jemand, der einzelne Werke schafft, sondern der oder die im besten Fall im Laufe seines Lebens auch so etwas wie ein Oeuvre entwickelt. Also ein Gesamtwerk, das in sich auch nochmal eine Entwicklung hat, wo man sehen kann, erst im Oeuvre sieht man, was sind eigentlich die Maßstäbe, die der jeweilige Künstler, die jeweilige Künstlerin für sich entwickelt und angelegt hat. Und immer im Vergleich in der Entwicklung der einzelnen Werke kann man das dann überhaupt erst erkennen. Und auch das ist etwas, was eben Sie in anderen Zeiten, in anderen Kulturen vergleichbar nicht finden, eine solche Idee von Werk und vor allem von Gesamtwerk von Oeuvre. Ja, das war nochmal so ganz knapp skizziert, was so sehr verbindlich war jetzt über die letzten zwei Jahrhunderte. Wenn wir jetzt in die Gegenwart schauen und uns ein bisschen mal umgucken, welche Künstlerinnen und Künstler sind heute am berühmtesten, tauchen am häufigsten auf in vielleicht auch Massenmedien und nicht nur in der Fachpresse, welche haben internationales Renommee, Berühmtheit, welche kriegen am meisten Aufmerksamkeit, dann wird man relativ schnell feststellen, dass die wenigsten davon noch unbedingt übereinstimmen mit diesem Bild von Kunst, von Künstlertum, das ich gerade skizziert habe. Sondern da gibt es deutliche Differenzen dazu. Also haben wir eben einerseits zum Beispiel eine
Kunst, die vor allem durch hohe, durch sehr hohe, durch extrem hohe Preise von sich reden macht. Also wo die Preise so hoch und auch so überraschend und so unverständlich sind, dass sie eigentlich das sind, was am stärksten erst einmal auffällt oder am stärksten auch als Provokation vielleicht wirkt oder zum Nachdenken anregt, von dem Werk insgesamt. Also eben nicht die Materialität, nicht formale Fragen, nicht Fragen von Komposition, von Ikonografie oder so sind dann das, was beschäftigt das Publikum, sondern warum ist das so teuer? Und damit ist so dieser hohe Preis auf einmal das leitende Kriterium und eben etwas, was nicht aus der Kunst selber kommt. Das heißt, diese extrem teure Kunst ist in dem Sinn, selbst wenn sie vielleicht autonom angelegt gewesen sein mag ursprünglich, ist so in der Art und Weise, wie sie jetzt in Erscheinung tritt, wie sie überhaupt wahrnehmbar ist, gerade nicht mehr autonom, sondern ist im Grunde fremdbestimmt durch Kriterien, durch Kategorien, die vom Kunstmarkt kommen. Und ja, der Preis definiert die gesamte Wahrnehmung, die gesamte Einschätzung, den gesamten Diskurs in solchen Fällen. Das wäre jetzt diese Art von Kunst, die ich mal Siegerkunst genannt habe, also Kunst, die für sehr reiche Menschen auch gemacht ist, die damit auch die Chance haben sollen, ihren Reichtum zu exponieren, zu demonstrieren, zu repräsentieren mit dieser Kunst, weil eben jeder weiß, wie teuer diese Kunst ist, also auch weiß, wer diesen Preis dafür gezahlt hat. Entsprechend fällt dieser hohe Preis zurück auf diese Person und man weiß, wow, die ist so reich und die paar Millionen für ein Bild haben offenbar nicht geschmerzt. Also insofern hat diese Kunst dann auch eine stark statussymbolische Funktion. Das heißt, es geht ja dann auch nicht mehr so sehr darum, um dieses Binnenfeld, das heißt, passiert hier zwischen dem Kunstwerk und dem Rezipienten, von dem diese Kunst repräsentative Funktion hat, geht es vielmehr darum, was zeigt sie über jemand anderen, nämlich über denjenigen, der sie gekauft hat oder der sie bei sich hängen hat oder der sich mit ihr schmückt. Also plötzlich geht es um eine ganz andere Art von Verhältnis. Von der Kunst wird auch nicht mehr erwartet, dass sie jetzt Menschen verändert oder bildet oder prägt oder in Ausnahmezustände versetzt, sondern sie soll imponieren. Sie soll vielleicht ein bisschen einschüchtern, diejenigen, die jetzt eben diese hohen Summen nicht zahlen. Das wäre also mal so ein Typus von Kunst, den wir heute antreffen, der jetzt sicher zahlenmäßig an dem, was an Kunst entsteht, sehr gering sein mag. Aber von der Aufmerksamkeit, die dieser an sich kleine Teil von Kunst bekommt, ist doch ganz gewaltig. Und natürlich erst recht, wenn dann irgendwie wieder ein Auktionsrekord stattfindet, dann berichten ja sogar die Hauptnachrichten darüber und dann landen solche Werke vielleicht sogar auf den Titelseiten der Zeitung. Nun, auf der anderen Seite aber haben wir auch sehr stark geworden in den letzten 2-3 Jahrzehnten eine Kunst, die man dann vor allem antrifft auf Biennalen, auf Documentas, auf internationalen Großereignissen der Kunstwelt, auch oft in Kunstvereinen. Also eine Kunst, die sehr stark bestimmt ist, auch von Auswahlprozessen, Entscheidungsprozessen von Kuratorinnen und Kuratoren. Aber genauso auch ist sehr aufmerksamkeitsstark in den letzten Jahren eine Kunst, die vielleicht weniger auf offiziellen Kunstfestivals stattfindet, als auf der Straße oder so im anderen sozialen Raum, den wir heute haben, im Internet. Also die ganzen Formen von Kunstaktivismus oder Artivismus, wie man das auch nennt. Und diese beiden Gruppen, die kuratierte Kunst und die politaktivistische Kunst, verbindet wiederum, würde ich sagen, dass auch sie eben nicht mehr genuin definiert sind durch Kriterien, die aus der Kunst selber kommen, sondern sie sind genauso fremdbestimmt. Nur jetzt in dem Fall nicht durch das Geld fremdbestimmt, durch den Markt fremdbestimmt, sondern durch die Themen, die in dieser Art von Kunst bevorzugt verhandelt werden. Das sind eigentlich immer Themen, die sollen jeweils sehr aktuell, die sehr brisant sind, die allein deshalb schon sollen viele Menschen affizieren, die sich vielleicht jetzt gar nicht speziell
für Kunst interessieren, aber die sich für die Klimakrise interessieren oder die sich für die Flüchtlingskrise interessieren oder die sich für Minderheiten interessieren oder die sich für irgendeiner Form ein moralisches, politisches, gesellschaftlich relevantes Thema interessieren und die es eben nicht mehr nur jetzt tun, indem sie Zeitungen lesen oder indem sie vielleicht selber eine Bürgerinitiative gründen oder in eine Partei eintreten, sondern die das auch so in ihrer Beschäftigung mit Kunst artikulieren, dieses Interesse, sich vielleicht irgendwie natürlich auch erhoffen, dass sie durch die Beschäftigung mit Kunst hier bald nochmal eine Art von ja, Reflexionsgewinn machen können, die vor allem aber diese Art von Kunst auch dazu nutzen, ihre eigenen Interessen, ihre eigene ja, politische, weltanschauliche Position sichtbar zu machen, indem sie eben auf eine bestimmte Ausstellung gehen, indem sie vielleicht mitlaufen bei irgendeiner Aktion, einer politaktivistischen Gruppe, indem sie vielleicht sogar spenden für irgendein Kunstevent mit einem politischen Impetus. Also auch diese Art von Kunst ist nicht nur nicht mehr aus sich heraus als Kunst unbedingt definiert, sondern fremdbestimmt, sondern auch diese Art von Kunst hat sehr oft primär eine repräsentative Funktion, weil sie denjenigen, die sich mit ihr identifizieren, die sich mit ihr beschäftigen, eben genauso auch erlaubt, etwas von sich zu zeigen. Eben nicht, wie reich sie sind, aber wie moralisch sie sind oder welche politische Agenda sie haben, welche politischen Ziele sie haben. Also auch hier insofern kann man sagen, eine ganz parallele Entwicklung auf einem ganz anderen Feld oder einen ganz anderen Teilbereich dessen, was zeitgenössisch an Kunst passiert. Und jetzt ist es eigentlich so, wenn wir nochmal die beiden Bereiche zum Vergleich anschauen, stellen wir fest, insofern eben Kunst nicht mehr nach eigenen Kriterien entsteht und beurteilt wird, ist so auch diese in der ganzen westlichen Moderne so streng gewahrte Grenze zwischen Kunst und allem anderen sehr fließend geworden. Auf dem einen Feld haben wir diesem Feld der Siegerkunst, wo es sehr reich und sehr teuer zugeht, gibt es auch plötzlich keinen Unterschied mehr zwischen Kunst und anderen Dingen, die sehr teuer sind, die sehr exklusiv sind. Und das schlägt ja zum Teil schon sehr weit durch. Denken Sie dran, vor eineinhalb Jahren wurde etwa bei Sotheby's mitten in der Hauptauktion in New York unter dem Titel Post-War und Contemporary Art auch ein Ferrari versteigert zwischen Roscoe und Louis Bourgeois. Und das hat niemand als Skandal empfunden, sondern für viele derer, die damit geboten haben, war das völlig selbstverständlich, dass, tja, ich kann mit einem Ferrari zeigen, wie reich ich bin und wie cool ich bin und ich kann es mit einem Roscoe tun. Was ist der Unterschied? Also da sieht man aber, wie weit schon dieser moderne westliche Begriff von Kunst hier eigentlich ins Abseits geraten ist, weil Roscoe hätte es, glaube ich, nicht verstanden, dass man ein Bild von ihm als völlig austauschbar und gleichwertig mit einem Ferrari ansieht. Und eben auf der anderen Seite, also das heißt, hier gibt es plötzlich keinen wirklichen genuinen Unterschied, bei dem man greifen könnte zwischen Kunst und anderen exklusiven, teuren Sachen. Das kann, wie gesagt, ein Auto sein, das kann ein teures Designprodukt sein, das kann auch eine Flasche Rotwein zum sechsstelligen Preis sein, der noch aus dem 18. Jahrhundert übrig ist. All diese Dinge sind gleichermaßen hochexklusive Statussymbole. Und auf der anderen Seite aber ist die Grenze genauso schwer zu machen, weil was genau unterscheidet jetzt vielleicht eine politaktivistische Gruppe von irgendeiner NGO oder von der investigativen Arbeit, die Journalistinnen und Journalisten machen oder die Dokumentarfilmer, Dokumentarfilmerinnen machen? Das ist sehr ähnlich, sehr nah beisammen und vielleicht auch die Art und Weise, wie man daran partizipiert oder wie man sich dafür engagiert, ist ähnlich. Sie können genauso eine Crowdfunding-Aktion für eine NGO machen, wie für irgendein nachhaltiges Produkt wie für irgendein Kunstprojekt. Also sind sondern auch da auf einmal ist diese Grenze zwischen Kunst und vielen anderen Bereichen eigentlich überhaupt nicht mehr zu ziehen. Das heißt, der Eigencharakter der Kunst geht hier zunehmend verloren. Dafür gibt es andererseits ganz neue Allianzen, ganz neue Übergänge, auch Mischformen,
wie man sich natürlich auch seine eigene Identität schaffen kann. Aber wir sehen, es liegen so die einzelnen Felder so weit auseinander, dass man schon allmählich die Frage stellen kann, ob es überhaupt noch notwendig ist, ob es überhaupt auch noch ehrlich ist, das alles noch irgendwie in den Begriff Kunst zu fassen. Also was hat jetzt eine Vase eines Künstlers wie Anselm Reile noch zu tun mit irgendeiner, was weiß ich, Aktion von Ai Weiwei, wo es um Flüchtlingskrise geht und wo mit Flüchtlingswesten gearbeitet wird. Also das ist so weit auseinander, dass es zwar alles noch herzuleiten ist, wieso das mal irgendwie aus der Kunst kommt, aber es hat sich halt so weit entfernt davon und ist so sehr auch jeweils was anderes, das eine Luxusprodukt, das andere sondern eine politische Aktion, dass es wirklich schwerfällt, dann irgendeine Gemeinsamkeit eigentlich bei zwei so weit auseinanderliegenden Feldern zu erkennen. Und jetzt werde ich mal sagen, gut, aber das war doch immer so, dass es gleichzeitig in der Kunst vieles gab, was unvereinbar war. Surrealisten haben sich mit Expressionisten auch nicht gerade blendend verstanden. Das stimmt, die hatten natürlich auch viele Differenzen. Trotzdem würde ich sagen, der Unterschied zur heutigen Situation war schon der, dass egal wie weit auseinanderliegend jetzt etwa einzelne Strömungen in der klassischen Moderne waren, es hat sie doch dann alle der Wille geeint, Kunst zu machen und sich auch auf die Geschichte der Kunst zu beziehen. Und sie haben sich dann nur darin unterschieden, der eine hat gesagt, nee, das müssen wir über Bord werfen und da müssen wir weitermachen. Jemand anders hat gesagt, nee, das war ganz wertvoll eigentlich an der Tradition, was anderes müssen wir loswerden und da müssen wir neue Akzente setzen. Also da hat man sich natürlich dann unterschieden, aber man hatte immer dieselbe Grundlage. Das heißt, man hatte immerhin auch noch die Möglichkeit zu streiten, man konnte sich gegenseitig schlecht reden, man konnte begründen, warum die andere Kunstrichtung der letzte Mist ist. Und hat man ja auch sehr viel getan, wie wir wissen, in der klassischen Moderne wurde also zahlreich gestritten. Und diese Art von Streit gibt es aber heute nicht. Es würde jetzt nicht eben Anselm Reile mit Ai Weiwei streiten, ob man jetzt lieber Vasen macht oder lieber Arbeit mit Flüchtlingswesten macht. Jeder macht sein Ding und jeder weiß genau, der andere macht was so anderes. Da kommt man sich nicht ins Gehege, könnte aber eigentlich auch kaum streiten, weil man eigentlich diesen gemeinsamen Boden, dieses gemeinsame Ziel, nämlich letztlich Kunst zu machen, überhaupt nicht mehr hat. Und deshalb bin ich dazu gekommen, mal so versuchsweise mit dem Begriff zu arbeiten, der eigentlich so aus der Religionsgeschichte kommt, nämlich zu sagen, ja eigentlich was wir so aktuell erleben, ist fast so eine Art von Schisma. In der Welt der Kunst. Also es gibt Abspaltungen, es gibt Trennungen und sagen, der eine Bereich spaltet sich eben so ab, dass er Richtung Luxus-Statussymbol driftet und das ist Design und Mode und alles Mögliche. Und der andere Bereich driftet ab und spaltet sich ab und geht eben Richtung Politik und Journalismus und Dokumentarfilm und in diese ganz anderen Richtungen. Und in beiden Bereichen ist eine große Dynamik, in beiden Bereichen passiert unglaublich viel, in beiden Bereichen ist eine riesige Aufmerksamkeit. Und deshalb haben wir nicht nur dieses Auseinanderdriften dieser Bereich, sondern andererseits irgendwie auch so eine Art von, die Mitte sozusagen, das, was eigentlich das Zentrum mal war und vielleicht sein sollte, nämlich wo es um Kunst als Kunst geht, das gerät irgendwie ins Off der Aufmerksamkeit. Und die Mitte wird irgendwie, vielleicht nicht gleich leer, es gibt sehr viele, die da noch aktiv sind, aber die Mitte gerät zumindest in Schatten. Und die Scheinwerfer leuchten eben woanders. Und das ist eigentlich so die Situation, in der wir hier aktuell stehen. Und man kann es aber vielleicht sogar noch zuspitzen und sagen, es ist nicht nur so, dass wir die Situation haben, dass die Dynamik im Moment stärker eigentlich so eine Art von Zentrifugalität hat, bezogen auf so ein Zentrum der Kunst. Wenn man sagt, das ist der autonome Künstler und die autonome Kunst, das ist so ein echtes Zentrum der Kunst. Und da geht es jetzt alles in verschiedene Richtungen hin. Das können wir beobachten, wir können sogar noch beobachten, dass es auch noch eine direkte
so eine Art von auch Angriffen auf diese Tradition der klassischen Moderne, sprich auf die Idee der Autonomie gibt, dass sie also auch noch zusätzlich aktiv, sondern direkt unter Druck gerät, also nicht nur an Aufmerksamkeit verliert, sondern auch noch eine kritische Aufmerksamkeit auf sich zieht. Da möchte ich zum Schluss dann noch zwei Entwicklungen ansprechen, die mir hier so sehr wichtig zu sein scheinen, durch die also diese Idee der autonomen Kunst zusätzlich in die Enge gerät. Einmal hat es, könnten wir vielleicht nochmal anknüpfen, auch so an der Figur des Kurators, der Kuratorin. Das sind Leute, die ausgebildet sind in so im weitesten Sinn Diskursen so der Postmoderne, des Postkolonialismus, der Dekonstruktion, also einer philosophischen Richtung, die grundsätzlich sehr kritisch ist, wenn es um Singularbegriffe geht, wenn es um Begriffe geht, in denen sich vielleicht Machtmonopole ansiedeln oder um die herum solche Monopole wachsen können, und die sorgen sehr stark dafür, so eine Idee von Gerechtigkeit vertreten, die versucht, Strömungen, Bewegungen, Menschen, Regionen, die bisher vielleicht unterbelichtet waren, unterprivilegiert waren, auch endlich so ans Licht zu bringen. Und wo dann plötzlich der Eindruck entsteht, das, was hier im Westen in den letzten 200 Jahren an Kunst gemacht wurde und als Autonomie gepredigt und proklamiert wurde, das war vielleicht auch eine relativ elitäre Geschichte, selber einer privilegierten Minderheit, die jetzt hier zwar im Namen der Freiheit, der Emanzipation, eben der Autonomie aufgetreten ist, aber das vielleicht auch nur tun konnte, weil sie materiell und politisch und in anderer Hinsicht eben bevorzugt war gegenüber vielen anderen. Und plötzlich, und das kann man eben bei vielen gerade auch Programmen von Kuratorinnen und Kuratoren bemerken, wendet sich sogar das Bild, und jetzt ist dieser autonome Künstler nicht mehr das Ideal, wo man sagt, da ist jemand, der ist so unabhängig, deshalb kann er etwas schaffen, was dann auch insgesamt vielleicht eine Hebelwirkung entfaltet und die Welt, die Gesellschaft verändert, sondern sagt, da ist jemand so privilegiert in seiner Freiheit, in seiner Unabhängigkeit, dass er deshalb vielleicht auch unsensibel ist, sondern für die Unterprivilegierten, für die vielen anderen Minderheiten, die es so gibt, dass der autonome Künstler weil eher so ein Ego-Shooter ist, der monomanisch, narzisstisch hier sein Werk vorantreibt und gerade damit der Letzte ist, der in der Lage ist, die Welt gerechter zu machen oder die Sensibilität zu entwickeln, jetzt eben vielleicht Minderheiten, Unterprivilegierte da endlich auch denen auch gerecht zu werden. Also da kippt plötzlich dieses Bild des autonomen Künstlers aus einer verheißungsvollen Figur, wird zwar eher so ein bisschen die moralisch zweifelhafte Figur, also das ist so die eine Entwicklung, die man festmachen kann, was natürlich heißt, dass Kuratorinnen und Kuratoren, die solches Bild von Künstler pflegen, von vornherein auch lieber ganz anders geartete Künstlertypen fördern oder ganz andere Typen vom Werk ausstellen, wo eben nicht ein autonomer Künstler, eine autonome Künstlerin dahinter steht. Das ist einmal die eine Entwicklung. Die zweite, die man noch festhalten muss, die also dieses ganze Konzept von Autonomie zunehmend defensiv, vielleicht sogar ins Abseits bringt, ist Folge davon, dass wir ja insgesamt, aber gerade auch, würde ich sagen, überdurchschnittlich stark im Feld der Kunst in den letzten zwei, drei Jahrzehnten war dieses Phänomen der Globalisierung haben. Und das wiederum heißt, dass die Kunstwelt wird immer mehr so tatsächlich eine global agierende Kunstwelt, am meisten natürlich, wenn es um den Kunstmarkt geht, um die großen Messen, um die großen Auktionen geht, das ist absolut globalisiert, aber eben auch viele der kuratierten Großereignisse sind ziemlich global, auch diejenigen, die hier als Akteure jeweils auftreten, sei es bei einer Auktion als Käufer, sei es eben als Kuratorinnen und Kuratoren bei irgendeinem Kunstfestival, sind nicht mehr automatisch und zunehmend selten
eben mit dem westlichen Verständnis von Kunst überhaupt sozialisiert. Die sind eben in der arabischen Welt aufgewachsen oder in Asien aufgewachsen, also in Kulturen, wo es dieses Verständnis von Kunst als etwas Autonomes überhaupt nie gegeben hat, vergleichbar. Aber jetzt sind es plötzlich Menschen, die aus diesen Kulturen kommen, die eben entscheiden, was gekauft wird, was ausgestellt wird, was gesammelt wird. Und eben Menschen, die diese Trennung zwischen freier Kunst und angewandter Kunst, also zwischen einem Roscoe und einem Ferrari, überhaupt nicht verstehen. Oder die auch nicht verstehen, vielleicht diese genuine Fixierung der modernen Kunst auf ihre eigene Geschichte, eben diese notwendige Fixierung auch auf die eigene Geschichte, weil man nur aus der eigenen Geschichte auch eigene autonome Kriterien entwickeln kann. Noch ein Beispiel, wissen Sie sicher alle, aber noch ein Optionsfall, der für mich so eine Zeitenwende eigentlich bedeutet hat, auch vor eineinhalb Jahren, einen Tag vor der Ferrari-Versteigerung bei Konkurrenz, bei Christie's, ist der Salvator Mundi versteigert worden, von der Leonardo zugesprochen wird von manchen. Und natürlich könnte man über den Rekordpreis sprechen. Viel interessanter war für mich, dass diese Auktion auch in der Kategorie Post-War und Contemporary Art stattfand. Auch der Leonardo aus dem Jahr 1500 ist also zwischen Roscoe und Louise Bourgeois versteigert worden. Es ist völlig egal, was da drüber steht, das ist nicht kunsthistorisch, nur die Leute, die da mitbieten, wichtig, ob das jetzt 1500 ist oder Post-War, Contemporary. Es ist aber wichtig, dass es das Werk ist eines Superlabels und da ist wiederum Leonardo vielleicht noch ein bisschen superer Label als Roscoe, aber beides sind Superlabels, muss man jetzt nicht groß unterscheiden. Also und solche Ereignisse sind klare Indikatoren für mich, dass jetzt die Akteure, die noch westlich sozialisiert sind in ihrem Kunstverständnis, inzwischen in der Minderheit sind im globalen Kunstbetrieb. Und dass allein deshalb es eigentlich auch ganz logisch ist, dass die Idee des autonomen Künstlers, die Idee der autonomen Kunst, auch in die Minderheit gerät. Das ist hier vielleicht noch nicht so auffällig in Mitteleuropa, weil wir hier, sondern ist dieser Typ an Künstlern sicher noch im Moment zahlenmäßig zumindest in der Mehrheit. Aber global eben überhaupt nicht. Und wie wir schon gesehen haben, was die Aufmerksamkeit gelotst, es war gar nicht so schwer, glaube ich, mich hierher zu lotsen, weil er alte Mail bekam und man kann vielleicht eine Freude, man kann das schon mal hier, dass es eine ganze Ausstellung gibt und die verschiedenen Szenarien, es kann sein, dass mit dem Rückgespräch auftritt, so ein klarer Trend, die These, dieses Schisma, so mal sprechen, weil das bestimmte Gelder was halt aus dem Kunstbereich ausgeschlossen werden und dann aber so in diesem Moment ein bisschen unbeachtete Mitte wieder neu an Kraft gewinnt. Muss genauso aber wirklich, dass sie dort weiter und Relevanz, an Potenz das verliert, dass das Schisma dazu führt, dass es irgendwann gar nicht mehr etwas geben wird, was man eigentlich als Kunst jetzt versuchen soll, dass eben völlig definiert ist. In anderen Bereichen etwas kombiniert und ein paar meiner Gedankenationen werden hier nicht als entscheidend sein, vor allem der entscheidendste Frage stellt, zu der Frage, wo geht es eigentlich hin, und vor allem natürlich zu der Frage, die denkt, die jetzt durch sehr viele Künstlerinnen und Künstler nicht nur hier im Raum umtreibt, sondern sicher in der ganzen westlichen Welt umtreiben, nämlich ein Kunststudium zu machen, und denkt sich so, was sind ihre Kunst, das Paradigma von Kunst, die Vorstellung, die Romans, mit der sie groß geworden sind, die Romans, die sie selber schon, die Aktivisten hier, mit der sich identifizieren, die Siegerhaus oder welche Art, also vielleicht eben ganz andere Typen. Also letztlich geht es um die Frage, ob so dieses Verständnis von Kunst, was so nie verändert wird, gesagt, dass dann mit der nächsten Generation durch diese Romans endgültig prägend war, über alle unterschiedlichen Strömungen hinweg, doch gemeinsam war, dieses Verständnis von Kunst. Ja, so war mal so ganz schnell auch noch. Vielleicht in der nächsten relevante Stelle. Jetzt hoffe ich auch, dass man erst nochmal so ganz prokurriert so ein paar Fragen versucht zu sammeln, was dieses westliche Kunstbetrieb der modernen Kunst. Natürlich Kunst Teil der Hochkultur und
ganz zentral scheint mir zu sein, die Vorstellung, die Erwartung, die Hoffnung, auch der Anspruch der Kunst gegenüber, dass sie es schaffen soll, diejenigen, die sich mit ihr beschäftigen, in irgendeiner Weise zu prägen, zu verändern, zu bestimmen. Und das kann dann eben je nach Strömung, je nach Ausrichtung sehr unterschiedlich sein. Das ist in der Romantik anders als in Avantgarden und in einzelnen Ismen wieder anders als bei vielleicht irgendwelchen Künstlerinnen und Künstlern, die eher Richtung individuelle Mythologien gehen oder so. Aber grundsätzlich glaube ich schon, dass man sagen kann, es geht immer letztlich darum, dass man erwartet, dass in der Begegnung zwischen einem Kunstwerk und einem Rezipienten, einer Rezipientin, ja, diese Person dann auch gebildet wird, geläutert wird, in andere emotionale Zustände versetzt wird, motiviert wird, vielleicht mit einem anderen Blick auf die Welt zu blicken, also kritikfähig wird, utopiefähig wird. Das wäre jetzt mal nur so ein paar Stichworte, da können wir noch viele andere ergänzen, aber sondern das Gemeinsame wäre tatsächlich die Erwartung, man kann durch Kunst verändert werden. Also das Entscheidende in der ganzen westlichen Moderne ist eigentlich immer das, was passiert zwischen dem Kunstwerk und demjenigen, der sich mit ihm beschäftigt. Also dieses ist auch ein oft ja sehr intim gedachtes Verhältnis, Verhältnis einer Begegnung, die stattfindet, die glücken kann, die auch missglücken kann. Und eigentlich ist auch die Idee, dass man natürlich, wenn man das so wichtig einschätzt, diese Begegnung zwischen Kunstwerk und Rezipient, dass man versucht, dass es möglichst oft zu solchen Begegnungen kommt, dass möglichst viele Menschen auch von solchen Begegnungen profitieren können. Deshalb haben wir zum Beispiel eben im Westen, in der Moderne, eine Institution wie das Museum, die es vergleichbar in keiner anderen Zeit, in keiner anderen Kultur gegeben hat. Also die Idee, es muss einen Ort geben, wo Menschen unabhängig von sozialen, ökonomischen Voraussetzungen in der Lage sind, mit Kunst in Kontakt zu kommen. Das haben wir in viele Formen von Kunstvermittlung und. Also immer wieder dahinter die Vorstellung, Kunst sollte etwas sein, wovon möglichst viele Menschen auch profitieren können, sich bilden können, sich prägen lassen können, sich verändern lassen können und damit im weitesten Sinn individuell besser werden können und die Gesellschaft damit auch besser machen können. Wichtig auch noch jetzt in dem Zusammenhang sich klar zu machen, wieso glaubt man, dass die Kunst dazu in der Lage ist? Wieso glaubt man vor allem, dass nur vielleicht die Kunst dazu in der Lage ist? Das ist auch ganz wichtig. Für die gesamte Moderne ging man davon aus, Kunst ist Kunst und alles andere ist alles andere. Und da gibt es eine klare Trennung. Und Kunst hat besser und genuiner und stärker diese Fähigkeit, Menschen zu verändern als andere Dinge, andere Bereiche, andere Tätigkeiten des Menschen, die ihre andere Bedeutung haben, ihre anderen Funktionen haben. Aber der Kunst wird auch immer hier ein Eigenwert, eine eigene Qualität zugesprochen. Und dahinter stand eben die Vorstellung, dass die Kunst umso besser diese verändernde, im allerweitesten Sinn könnte man sagen, diese therapeutische Funktion erfüllen kann, wenn die Künstler und Künstlerinnen, die sie machen, ihrerseits einen möglichst freien, unabhängigen Stand haben, wenn sie autonom sind, wenn sie nicht sich tagtäglich aufreiben müssen in Kompromissen, wenn sie sich nicht auf immer wieder einlassen müssen auf die Bedingungen anderer Bereiche, sondern wenn sie eben autonom aus sich heraus und aus dem heraus, was sozusagen die Kunst auszeichnet, ihr Werk schaffen können. Also das auch genauso wie bei einer Institution wie das Museum ist genauso die Idee des autonomen Künstlers etwas, was sie in dieser Form nur und spezifisch in den letzten zwei Jahrhunderten in der westlichen Kultur finden. Also die Vorstellung Kunst entsteht autonom, das heißt Kunst hat ihre eigenen Kriterien, nach denen sie beurteilt wird, Kriterien, die letztlich aus ihrer eigenen Entwicklung, aus ihrer eigenen Geschichte heraus gewachsen sind. Also ein autonomer Künstler ist dann autonom, wenn er oder eine Künstlerin ist dann autonom, wenn sie genau auch sagen kann, zum Beispiel, welche Bedeutung
formale Fragen für das jeweilige Werkspiel, welche Bedeutung eine Materialität hat. Und es geht aber immer auch bei solchen Fragen dann darum, dass man seinen eigenen Ort festlegt, dass man die Vorstellung hat, ich will etwas anderes, will mich absetzen von anderen, die es so gemacht haben, ich glaube, so ist es aber vielleicht besser, oder man will an etwas anknüpfen, man will etwas steigern, man will sich in jedem Fall auf etwas beziehen, Anlehnung und Abgrenzung zugleich, was bereits als Kunst sorgen, seinen Ort gefunden hat und will damit sorgen auch diesen Ort der Kunst immer wieder neu bestimmen, fortsetzen, präzisieren, besser definieren, noch schärfer herausarbeiten oder auch wieder bei einer neuen Zeit, neuen Bedingungen anpassen. Aber auf jeden Fall, es sind eigene Kriterien, aus denen heraus dann das künstlerische Werk entsteht. Und das ist so ganz zentral für eben die gesamte westliche Moderne. Auch die einzelne Künstlerin, der einzelne Künstler definiert sich hier nicht nur als jemand, der einzelne Werke schafft, sondern der oder die im besten Fall im Laufe seines Lebens auch so etwas wie ein Œuvre entwickelt. Also ein Gesamtwerk, das in sich auch nochmal eine Entwicklung hat, wo man sehen kann, erst im Œuvre sieht man, was sind eigentlich so die Maßstäbe, die der jeweilige Künstler, die jeweilige Künstlerin für sich entwickelt und angelegt hat. Sondern immer im Vergleich in der Entwicklung der einzelnen Werke kann man das dann überhaupt erst erkennen. Und auch das ist etwas, was eben Sie in anderen Zeiten, in anderen Kulturen vergleichbar nicht finden, eine solche Idee von Werk und vor allem von Gesamtwerk von Oeuvre. Ja, das war nochmal bald so ganz knapp skizziert, was so sehr verbindlich war jetzt über die letzten zwei Jahrhunderte. Wenn wir jetzt in die Gegenwart schauen und uns ein bisschen mal umgucken, welche Künstlerinnen und Künstler sind heute am berühmtesten, tauchen am häufigsten auf in vielleicht auch Massenmedien und nicht nur in der Fachpresse, welche haben internationales Renommee, Berühmtheit, welche kriegen am meisten Aufmerksamkeit, dann wird man relativ schnell feststellen, dass die wenigsten davon übereinstimmen mit diesem Bild von Kunst, von Künstlertum, das ich gerade skizziert habe. Sondern da gibt es deutliche Differenzen dazu. Also haben wir eben einerseits zum Beispiel eine Kunst, die vor allem durch hohe, durch sehr hohe, durch extrem hohe Preise von sich reden macht. Also wo die Preise so hoch und auch so überraschend und so unverständlich sind, dass sie eigentlich das sind, was am stärksten erst einmal auffällt oder am stärksten auch als Provokation vielleicht wirkt oder zum Nachdenken anregt von dem Werk insgesamt. Also eben nicht die Materialität, nicht formale Fragen, nicht Fragen von Komposition, von Ikonografie oder so sind dann das, was beschäftigt das Publikum, sondern warum ist das so teuer? Und damit ist dann dieser hohe Preis auf einmal das leitende Kriterium und eben etwas, was nicht aus der Kunst selber kommt. Das heißt, diese extrem teure Kunst ist in dem Sinn, selbst wenn sie vielleicht autonom angelegt gewesen sein mag ursprünglich, ist dann in der Art und Weise, wie sie jetzt in Erscheinung tritt, wie sie überhaupt wahrnehmbar ist, gerade nicht mehr autonom, sondern ist im Grunde fremdbestimmt durch Kriterien, durch Kategorien, die vom Kunstmarkt kommen. Und ja, eben der Preis definiert die gesamte Wahrnehmung, die gesamte Einschätzung, den gesamten Diskurs in solchen Fällen. Das wäre jetzt diese Art von Kunst, die ich mal Siegerkunst genannt habe, also Kunst, die für sehr reiche Menschen auch gemacht ist, die damit auch die Chance haben sollen, ihren Reichtum zu exponieren, zu demonstrieren, zu repräsentieren mit dieser Kunst, weil eben jeder weiß, wie teuer diese Kunst ist, also auch weiß, wer diesen Preis dafür gezahlt hat. Entsprechend fällt dieser hohe Preis zurück auf diese Person und man weiß, wow, die ist so reich und die paar Millionen für ein Bild haben offenbar nicht geschmerzt. Also insofern hat diese Kunst dann auch eine stark statussymbolische Funktion. Das heißt, es geht ja dann auch nicht mehr so sehr darum,
um dieses Binnenverhältnis, was passiert hier zwischen dem Kunstwerk und dem Rezipienten, sondern diese kunstrepräsentative Funktion hat, geht es vielmehr darum, was zeigt sie über jemand anderen, nämlich über denjenigen, der sie gekauft hat oder der sie bei sich hängen hat oder der sich mit ihr schmückt. Also plötzlich geht es um eine ganz andere Art von Verhältnis. Der Kunst, von der Kunst wird auch nicht mehr erwartet, dass sie jetzt Menschen verändert oder bildet oder prägt oder in Ausnahmezustände versetzt, sondern sie soll imponieren. Sie soll vielleicht ein bisschen einschüchtern, diejenigen, die jetzt eben diese hohen Summen nicht zahlen. Das wäre also mal so ein Typus von Kunst, den wir heute antreffen, der jetzt sicher zahlenmäßig an dem, was an Kunst entsteht, sehr gering sein mag. Aber von der Aufmerksamkeit, die dieser an sich kleine Teil von Kunst bekommt, ist doch ganz gewaltig. Und natürlich erst recht, wenn dann irgendwie wieder ein Auktionsrekord stattfindet, dann berichten ja sogar die Hauptnachrichten darüber und dann landen solche Werke von sogar auf den Titelseiten der Zeitung. Nun, auf der anderen Seite aber haben wir auch sehr stark geworden in den letzten 2-3 Jahrzehnten eine Kunst, die man dann vor allem antrifft auf Biennalen, auf Documentas, auf internationalen Großereignissen der Kunstwelt, auch oft in Kunstvereinen. Also eine Kunst, die sehr stark bestimmt ist, auch von Auswahlprozessen, Entscheidungsprozessen von Kuratorinnen und Kuratoren. Aber genauso auch ist sehr aufmerksamkeitsstark in den letzten Jahren eine Kunst, die vielleicht weniger auf offiziellen Kunstfestivals stattfindet, als auf der Straße oder sagen, im anderen sozialen Raum, den wir heute haben, im Internet. Also die ganzen Formen von Kunstaktivismus oder Artivismus, wie man das auch nennt. Und diese beiden Gruppen, die kuratierte Kunst und die politaktivistische Kunst, verbindet wiederum, würde ich sagen, dass auch sie eben nicht mehr genuin definiert sind durch Kriterien, die aus der Kunst selber kommen, sondern sie sind genauso fremdbestimmt. Nur jetzt in dem Fall nicht durch das Geld fremdbestimmt, durch den Markt fremdbestimmt, sondern durch die Themen, die in dieser Art von Kunst bevorzugt verhandelt werden. Das sind eigentlich immer Themen, die sollen jeweils sehr aktuell, die sehr brisant sind, die allein deshalb schon sollen viele Menschen affizieren, die sich vielleicht jetzt gar nicht speziell für Kunst interessieren, aber die sich für die Klimakrise interessieren oder die sich für die Flüchtlingskrise interessieren oder die sich für Minderheiten interessieren oder die sich für irgendeiner Form ein moralisches, politisches, gesellschaftlich relevantes Thema interessieren und die es eben nicht mehr nur jetzt tun, indem sie Zeitungen lesen oder indem sie vielleicht selber eine Bürgerinitiative gründen oder in eine Partei eintreten, sondern die das auch in ihrer Beschäftigung mit Kunst artikulieren dieses Interesse, sich vielleicht irgendwie natürlich auch erhoffen, dass sie durch die Beschäftigung mit Kunst hier vielleicht nochmal eine Art von Reflexionsgewinn machen können, die vor allem aber diese Art von Kunst auch dazu nutzen, ihre eigenen Interessen, ihre eigene politische, weltanschauliche Position sichtbar zu machen, indem sie eben auf eine bestimmte Ausstellung gehen, indem sie vielleicht mitlaufen bei irgendeiner Aktion einer politaktivistischen Gruppe, indem sie vielleicht sogar spenden für irgendein Kunstevent mit einem politischen Impetus. Also auch diese Art von Kunst ist nicht nur nicht mehr aus sich heraus als Kunst unbedingt definiert, sondern fremdbestimmt, sondern auch diese Art von Kunst hat sehr oft primär eine repräsentative Funktion, weil sie denjenigen, die sich mit ihr identifizieren, die sich mit ihr beschäftigen, eben genauso auch erlaubt, etwas von sich zu zeigen. Eben nicht, wie reich sie sind, aber wie moralisch sie sind oder welche politische Agenda sie haben, welche politischen Ziele sie haben. Also auch hier insofern kann man sagen, eine ganz parallele Entwicklung auf einem ganz anderen Feld oder ganz anderen Teilbereich dessen, was zeitgenössisch an Kunst passiert. Und jetzt ist es eigentlich so, wenn wir nochmal die beiden Bereiche im Vergleich anschauen, stellen wir fest, insofern eben Kunst nicht mehr nach eigenen Kriterien entsteht und beurteilt wird, ist dann auch diese in der ganzen westlichen Moderne so streng gewahrte Grenze zwischen Kunst und allem anderen
sagen, sehr fließend geworden. Auf dem einen Feld haben wir also diesem Feld der Siegerkunst, wo es sehr reich und sehr teuer zugeht, gibt es auch plötzlich keinen Unterschied mehr zwischen Kunst und anderen Dingen, die sehr teuer sind, die sehr exklusiv sind. Und das schlägt ja zum Teil schon sehr weit durch. Denken Sie dran, vor eineinhalb Jahren wurde etwa bei Sotheby's mitten in der Hauptauktion in New York unter dem Titel Post-War und Contemporary Art auch ein Ferrari versteigert zwischen Roscoe und Louis Bourgeois. Und das hat niemand als Skandal empfunden, sondern für viele derer, die damit geboten haben, war das völlig selbstverständlich, dass, tja, ich kann mit einem Ferrari zeigen, wie leicht ich bin und wie cool ich bin, und ich kann es mit einem Roscoe tun. Was ist der Unterschied? Also da sieht man aber, wie weit schon dieser moderne westliche Begriff von Kunst hier eigentlich ins Abseits geraten ist, weil also Roscoe hätte es, glaube ich, nicht verstanden, dass man ein Bild von ihm als völlig austauschbar und gleichwertig mit einem Ferrari ansieht. Und eben auf der anderen Seite, also das heißt, hier gibt es plötzlich keinen wirklichen genuinen Unterschied, bei dem man greifen könnte zwischen Kunst und anderen exklusiven, teuren Sachen. Das kann, wie gesagt, ein Auto sein, das kann ein teures Designprodukt sein, das kann auch eine Flasche Rotwein zum sechsstelligen Preis sein, der noch aus dem 18. Jahrhundert übrig ist. All diese Dinge sind gleichermaßen hochexklusive Statussymbole. Und auf der anderen Seite aber ist die Grenze genauso schwer zu machen, weil was genau unterscheidet jetzt vielleicht eine politaktivistische Gruppe von irgendeiner NGO oder von der investigativen Arbeit, die Journalistinnen und Journalisten machen oder die Dokumentarfilmer, Dokumentarfilmerinnen machen? Das ist sehr ähnlich, sehr nah beisammen, und vielleicht auch die Art und Weise, wie man daran partizipiert oder wie man sich dafür engagiert, ist ähnlich. Sie können genauso eine Crowdfunding-Aktion für eine NGO machen, wie für irgendein nachhaltiges Produkt, wie für irgendein Kunstprojekt. Also wir sind gar nicht auch da, auf einmal ist diese Grenze zwischen Kunst und vielen anderen Bereichen eigentlich überhaupt nicht mehr zu ziehen. Das heißt, der Eigencharakter der Kunst geht hier zunehmend verloren. Dafür gibt es andererseits ganz neue Allianzen, ganz neue Übergänge, auch Mischformen, wie man sich natürlich auch seine eigene Identität schaffen kann. Aber wir sehen, es liegen die einzelnen Felder so weit auseinander, dass man schon allmählich die Frage stellen kann, ob es überhaupt noch notwendig ist, ob es überhaupt auch noch ehrlich ist, das alles noch irgendwie in den Begriff Kunst zu fassen. Also was hat jetzt eine Vase eines Künstlers wie Anselm Reile noch zu tun mit irgendeiner, Aktion von Ai Weiwei, wo es um Flüchtlingskrise geht und wo mit Flüchtlingswesten gearbeitet wird. Also das ist so weit auseinander, dass es zwar alles noch herzuleiten ist, wieso das mal irgendwie aus der Kunst kommt, aber es hat sich eigentlich so weit entfernt davon und ist so sehr auch jeweils was anderes, das eine Luxusprodukt, das andere eine politische Aktion, dass es wirklich schwerfällt, dann irgendeine Gemeinsamkeit eigentlich bei zwei so weit auseinanderliegenden Feldern zu erkennen. Und jetzt werde ich bald sagen, gut, aber das war doch immer so, dass es gleichzeitig in der Kunst vieles gab, was unvereinbar war. Surrealisten haben sich mit Expressionisten auch nicht gerade blendend verstanden. Das stimmt, die hatten natürlich auch viele Differenzen. Trotzdem würde ich sagen, der Unterschied zur heutigen Situation war schon der, dass egal wie weit auseinanderliegend jetzt etwa einzelne Strömungen in der klassischen Moderne waren, es hat sie doch dann alle der Wille geeint, Kunst zu machen und sich auch auf die Geschichte der Kunst zu beziehen. Und sie haben sich dann nur darin unterschieden, der eine hat gesagt, nee, das müssen wir über Bord werfen und da müssen wir weitermachen. Und jemand anders hat gesagt, nee, das war ganz wertvoll eigentlich an der Tradition, was anderes müssen wir loswerden und da müssen wir neue Akzente setzen. Also da hat man sich natürlich dann unterschieden, aber man hatte immer dieselbe Grundlage. Das heißt, man hatte immerhin auch noch die Möglichkeit zu streiten. Man konnte sich gegenseitig schlecht reden, man konnte begründen, warum die andere Kunstrichtung der letzte Mist ist. Und hat man ja auch
sehr viel getan, wie wir wissen, in der klassischen Moderne, wurde also zahlreich gestritten. Und diese Art von Streit gibt es aber heute nicht. Es würde jetzt nicht eben Anselm Weile mit Ei, Wei, Wei streiten, ob man jetzt lieber Vasen macht oder lieber Arbeit mit Flüchtlingswesten macht. Jeder macht sein Ding und jeder weiß genau, der andere macht was so anderes, da kommt man sich nicht ins Gehege, könnte aber eigentlich auch kaum streiten, weil man eigentlich diesen gemeinsamen Boden, dieses gemeinsame Ziel, nämlich letztlich Kunst zu machen, überhaupt nicht mehr hat. Und deshalb bin ich dazu gekommen, mal so versuchsweise so mit dem Begriff zu arbeiten, der eigentlich so aus der Religionsgeschichte kommt, nämlich zu sagen, ja, eigentlich was wir so aktuell erleben, ist fast eine Art von Schisma in der Welt der Kunst. Also es gibt Abspaltungen, es gibt Trennungen und sagen, der eine Bereich spaltet sich eben so ab, dass er Richtung, ja, sagen, Luxus-Status-Symbol driftet und das ist Design und Mode und alles Mögliche. Und der andere Bereich driftet ab und spaltet sich ab und geht eben Richtung Politik und Journalismus und Dokumentarfilm und in diese ganz anderen Richtungen. Und in beiden Bereichen ist eine große Dynamik, in beiden Bereichen passiert unglaublich viel, in beiden Bereichen ist eine riesige Aufmerksamkeit. Und deshalb haben wir so nicht nur dieses Auseinanderdriften dieser Bereiche, sondern andererseits irgendwie auch so eine Art von, ja, die Mitte sozusagen, das, was eigentlich das Zentrum mal war und vielleicht sein sollte, nämlich wo es um Kunst als Kunst geht, das gerät irgendwie ins Off der Aufmerksamkeit. Und die Mitte wird irgendwie, vielleicht nicht gleich leer, es gibt sehr viele, die da noch aktiv sind, aber die Mitte gerät zumindest in Schatten. Und die Scheinwerfer leuchten eben woanders. Und ja, das ist eigentlich so die Situation, in der wir hier aktuell stehen. Und man kann es aber vielleicht sogar noch zuspitzen und sagen, es ist nicht nur so, dass wir die Situation haben, dass so die Dynamik im Moment stärker eigentlich so eine Art von Zentrifugalität hat, bezogen doch auf so ein Zentrum der Kunst. Wenn man sagt, das ist der autonome Künstler und die autonome Kunst, das ist so ein echtes Zentrum der Kunst. Und da geht es dann alles in verschiedene Richtungen. Das können wir beobachten, wir können sogar noch beobachten, dass es auch noch so eine direkte, ja, so eine Art von auch Angriffen auf diese Tradition der klassischen Moderne, sprich auf die Idee der Autonomie gibt, dass sie also auch noch zusätzlich aktiv, sondern direkt unter Druck gerät, also nicht nur an Aufmerksamkeit verliert, sondern auch noch kritische Aufmerksamkeit auf sich zieht. Da möchte ich zum Schluss dann noch zwei Entwicklungen ansprechen, die mir hier so sehr wichtig zu sein scheinen, durch die also diese Idee der autonomen Kunst zusätzlich in die Enge gerät. Einmal könnten wir vielleicht nochmal anknüpfen auch so an der Figur des Kurators, der Kuratorin. Das sind ja so oft ja Leute, die ausgebildet sind in so einem weitesten Sinn Diskursen so der Postmoderne, des Postkolonialismus, der Dekonstruktion, also einer philosophischen Richtung, die grundsätzlich sehr kritisch ist, wenn es um Singularbegriffe geht, wenn es um Begriffe geht, in denen sich vielleicht Machtmonopole ansiedeln oder um die herum solche Monopole wachsen können. Und die sorgen sehr stark dafür, so eine Idee von Gerechtigkeit vertreten, die versucht, ja, Strömungen, Bewegungen, Menschen, Regionen, die bisher vielleicht unterbelichtet waren, unterprivilegiert waren, auch endlich so ans Licht zu bringen. Und wo dann plötzlich der Eindruck entsteht, das, was hier im Westen in den letzten 200 Jahren an Kunst gemacht wurde und als Autonomie gepredigt und proklamiert wurde, das war vielleicht auch eine relativ, ja, elitäre Geschichte selber einer privilegierten Minderheit, die jetzt hier zwar im Namen der Freiheit, der Emanzipation, eben der Autonomie aufgetreten ist, aber das vielleicht auch nur tun konnte, weil sie materiell und politisch und in anderer Hinsicht eben bevorzugt war gegenüber vielen anderen.
Und plötzlich, und das kann man eben bei vielen, so gerade auch Programmen von Kuratorinnen und Kuratoren bemerken, wendet sich sogar das Bild und jetzt ist dieser autonome Künstler nicht mehr das Ideal, wo man sagt, ah, da ist jemand, der ist so unabhängig, deshalb kann er etwas schaffen, was dann auch insgesamt vielleicht eine Hebelwirkung entfaltet und die Welt, die Gesellschaft verändert, sondern sagt, nee, da ist jemand so privilegiert in seiner Freiheit, in seiner Unabhängigkeit, dass er deshalb vielleicht auch unsensibel ist, sozusagen für die Unterprivilegierten, für die vielen anderen Minderheiten, die es so gibt, dass der autonome Künstler vielleicht eher so ein Ego-Shooter ist, der monomanisch, narzisstisch hier sein Werk vorantreibt und gerade damit der Letzte ist, der in der Lage ist, die Welt gerechter zu machen oder die Sensibilität zu entwickeln, jetzt eben vielleicht Minderheiten, Unterprivilegierte da endlich auch denen auch gerecht zu werden. Also da kippt plötzlich dieses Bild des autonomen Künstlers aus einer verheißungsvollen Figur, wird so eher so ein bisschen die moralisch zweifelhafte Figur. Also das ist so die eine Entwicklung, die man festmachen kann, was natürlich heißt, dass Kuratorinnen und Kuratoren, die solches Bild von Künstler pflegen, von vornherein auch lieber ganz anders geartete Künstlertypen fördern oder ganz andere Typen vom Werk ausstellen, wo eben nicht ein autonomer Künstler, eine autonome Künstlerin dahinter steht. Das ist einmal die eine Entwicklung. Die zweite, die man noch festhalten muss, die also dieses ganze Konzept von Autonomie zunehmend defensiv, vielleicht sogar ins Abseits bringt, ist Folge davon, dass wir ja insgesamt, aber gerade auch sagen, überdurchschnittlich stark im Feld der Kunst in den letzten zwei, drei Jahrzehnten, weil wir dieses Phänomen der Globalisierung haben. Und das wiederum heißt, dass die Kunstwelt wird immer mehr so tatsächlich eine global agierende Kunstwelt, am meisten natürlich, wenn es um den Kunstmarkt geht, um die großen Messen, um die großen Auktionen geht, das ist absolut globalisiert, aber eben auch viele der kuratierten Großereignisse sind ziemlich global, auch diejenigen, die hier als Akteure jeweils auftreten, sei es bei einer Auktion als Käufer, sei es eben als Kuratorinnen und Kuratoren bei irgendeinem Kunstfestival, sind nicht mehr automatisch und zunehmend selten eben mit dem westlichen Verständnis von Kunst überhaupt sozialisiert. Die sind eben in der arabischen Welt aufgewachsen oder in Asien aufgewachsen, also in Kulturen, wo es dieses Verständnis von Kunst als etwas Autonomes überhaupt nie gegeben hat, vergleichbar. Aber jetzt sind es plötzlich Menschen, die aus diesen Kulturen kommen, die eben entscheiden, was gekauft wird, was ausgestellt wird, was gesammelt wird. Und eben Menschen, die diese Trennung zwischen freier Kunst und angewandter Kunst, also zwischen einem Roscoe und einem Ferrari, überhaupt nicht verstehen. Oder die auch nicht verstehen, vielleicht diese genuine Fixierung der modernen Kunst auf ihre eigene Geschichte, eben diese notwendige Fixierung auch auf die eigene Geschichte, weil man nur aus der eigenen Geschichte auch eigene autonome Kriterien entwickeln kann. Noch ein Beispiel, wissen Sie sicher alle, aber noch ein Auktionsfall, der für mich so eine Zeitenwende eigentlich bedeutet hat, auch vor eineinhalb Jahren, einen Tag vor der Ferrari-Versteigerung bei Konkurrenz, bei Christie's, ist der Salvator Mundi versteigert worden, von der Leonardo zugesprochen wird von manchen. Natürlich könnte man über den Rekordpreis sprechen. Viel interessanter war für mich, dass diese Auktion auch in der Kategorie Post-War und Contemporary Art stattfand. Auch der Leonardo aus dem Jahr 1500 ist also zwischen Roscoe und Lise Bourgeois versteigert worden. Es ist völlig egal, was da drüber steht, das ist nicht kunsthistorisch, sondern die Leute, die da mitbieten, wichtig, ob das jetzt 1500 ist oder Post-War, Contemporary. Es ist aber wichtig, dass es das Werk ist eines Superlabels und da ist wiederum Leonardo vielleicht noch ein bisschen superer Label als Roscoe, aber beides sind Superlabels, muss man jetzt nicht groß unterscheiden. Also und solche Ereignisse sind klare Indikatoren für mich, dass jetzt die Akteure, die noch westlich sozialisiert sind in ihrem Kunstverständnis, inzwischen in der Minderheit sind im globalen Kunstbetrieb. Und dass allein deshalb es eigentlich auch ganz
logisch ist, dass die Idee des autonomen Künstlers, die Idee der autonomen Kunst, sondern auch um die Minderheit gerät. Das ist hier vielleicht noch nicht so auffällig in Mitteleuropa, weil wir hier, sondern ist dieser Typ an Künstler, an Künstlern sicher noch im Moment zahlenmäßig zumindest in der Mehrheit, aber global eben überhaupt nicht. Und wie wir schon gesehen haben, was die Aufmerksamkeit anbelangt, auch hier schon nicht mehr in der Mehrheit. Also insofern hat sich hier Gewaltiges verschoben. Und man kann vielleicht natürlich auch spekulieren, dass sich, also es gibt natürlich verschiedene Szenarien, es kann sein, dass sich sowas auch wieder rückentwickelt oder dass sich das klar trennt und wirklich dieses Schisma so weit vollzogen wird, dass bestimmte Felder einfach aus dem Kunstbereich ausgeschlossen werden und dann aber so diese im Moment ein bisschen unbeachtete Mitte wieder neu an Kraft gewinnt. Genau, es ist aber möglich, dass sie sagen, weiter an Relevanz, an Potenz verliert und dass das Schisma dazu führt, dass es irgendwann gar nicht mehr etwas geben wird, was man eigens als Kunst bezeichnen kann, was das eben völlig diffundiert ist in andere Bereiche. Und ich denke, die nächsten 1 bis 2 Generationen werden hier die ganz entscheidenden sein. Vor allem die entscheidendste Frage scheint mir zu sein, wenn man so jetzt an diejenigen denkt, die jetzt vielleicht in der Phase sind, wo sich Gedanken machen über ihre Berufswahl. Was könnten Gründe für diejenigen sein, ein Kunststudium zu machen? Und wenn sie es machen, was sind ihre Role Models dabei? Sind die Role Models dann noch autonome Künstler oder sind Role Models dann vielleicht längst schon die Aktivisten hier und die Siegerkünstler dort, also vielleicht eben ganz andere Typen von Künstlern, die selber überhaupt nicht mehr dieses Paradigma der Autonomie verinnerlicht haben, sodass das dann mit der nächsten Generation durch diese Role Models endgültig dann auch verschwinden könnte. Das wäre so die extremste Variante, die man sich vorstellen kann. Ja, soweit mal so ganz im Schnelldurchgang und das Bild, was ich mal versucht habe zu zeigen, so in der zeitgleichen Welt. Und jetzt hoffe ich auf Widerspruch, Ergänzungen, Fragen, was auch immer.